Jojojo, Gang, David am Start hier für euch. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle die glorreichen Reportagen von Spiegel TV, von Corona-Leugner-Demos über die Esso-Tankstelle an der Reeperbahn bis hin zur Macht der Clans. Spiegel TV ist ja mittlerweile so ein bisschen bekannt dafür, uns ehrliche, tiefe Einblicke in unsere schöne deutsche Gesellschaft zu liefern. Und das machen die häufig so schonungslos wie kein anderes Format. Ich möchte gerne mit meiner Bundeskanzlerin sprechen, ja? Aber heute geht es nicht um sie, sondern um ihn hier. Michael Baumann, das ist der Vorstand des Vereins Gartenfreunde Südost in Leipzig. Da verteilt er dann zum Beispiel die Gärten und sorgt für Recht und Ordnung in der viertgrößten Gartenkolonie der Stadt. Hört sich vielleicht einfach an, ist es aber nicht. Denn das Bundeskleingartengesetz, die Bibel eines jeden deutschen Gartenfreundes, muss mit allen Mitteln, mit Zollstock und Checkliste verteidigt und umgesetzt werden. Kleiner Disclaimer an dieser Stelle, es wird extrem deutsch. Wer ist dein Feind im Garten? Das ist ganz einfach beantwortet. Der Feind ist der, den du kritisierst. Das ist jetzt auch so eine seelische Belastung, die jetzt bei mir kommt. Ne? Früher war ein bisschen mehr Zusammenhalt. Ne? Ich denke das mal, zu den gibt es gar nicht mehr. Ja, den gibt es nicht mehr. Ich muss jetzt mal aufhören. Das ist jetzt so ein Moment, wo ich dann die Nerven verliere. Bevor es mit dem eigentlichen Video losgeht, kommen wir kurz zum Sponsor des heutigen Videos. Und das ist mal wieder Blinkist. Blinkist ist eine App, mit der ihr euch Kurzzusammenfassungen von Sachbüchern durchlesen könnt. Ihr könnt euch sie aber auch ganz entspannt als Hörbücher geben. Es gibt wahnsinnig viele Kategorien, wie zum Beispiel Psychologie, Geschichte, Wissenschaft und regelmäßig werden neue Sachbücher hinzugefügt. Meine heutige Empfehlung für die Gang ist Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahneman. Unter www.blinkist.de/twoboardguys kriegt ihr 25% Rabatt auf ein Premium-Jahresabo. Außerdem kann man das Abo eine Woche lang kostenlos testen. Und jetzt geht's auch schon weiter mit Michael Baumann. Der Vorstand des Gartenvereins ist nicht in der Lage, diesen Saustall, unter den wir leiden, in Ordnung zu bringen, die Nachbarn. Ja, liebe Gang, hier haben wir direkt den ersten Fall, den Michael Baumann jetzt lösen muss. Ihr müsst wissen, als Ordnungshüter der deutschen Kleingärten, da hat man es einfach nicht leicht. Ständig wird man passiv-aggressiv von der Seite angefeindet. Entsprechend empört ist Michael Baumann von diesem Brief. Für mich ist es eine Beleidigung. Da kann ich nur mit dem lieben Michael fühlen, weil an dieser Stelle müsst ihr wissen, der will eigentlich nur das Beste für die deutschen Schrebergärten. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass er die Heftzwecken der Beschwerde ganz casual und ordnungsgemäß im Garten entsorgt oder checkt mal dieses Schild am Eingang ab. Radfahren ist also eigentlich verboten in dieser Kolonie, aber nicht für Michael, denn solange er den Vorstandsvorsitz innehat, hat er nun mal das Sagen in der Kolonie und kann sich sowas erlauben. Und das ist auch völlig in Ordnung so, weil er macht den Job aus Überzeugung. Und aus Liebe zum Kleingartengesetz. Wer steckt also hinter der frechen Botschaft an den Vorstand? Welche Nachbarn haben ein Problem mit diesem Saustall, unter denen sie leiden? Wer würde es wagen, Michael so passiv-aggressiv zu attackieren? Das habe ich heute früher gemacht. Genau so revealed man seine Tat. Es war also dieser Rentner. Wer hätte es gedacht? Wenn wir uns die Sequenz vorher anschauen, sieht man auch, wie er nur auf seinen Einsatz gewartet hat. Für mich ist es eine Beleidigung. Das ist schon eine Beleidigung. Ja. Und eine Unverschämtheit, einen Namen drunter zu schreiben. Genau da. Habt ihr gesehen? Hinter der Hecke hat der besorgte Nachbar schon gelauert, um den Vorstand über den Zustand des Nachbargartens zu informieren. Genau so, wie man das als aufmerksamer Gartenfreund eben tut. Und dann marschiert er selbstbewusst und langsam zu den Inspekteuren und sucht die direkte Konfrontation. Brauchen Sie keine Kritik? Schon, nee. aber nicht anonym. Was heißt anonym? Oh, die Nachbarn. Rechts und links habe ich einen Pfeil hingemacht. Wie geil ist er denn? Es kann natürlich sein, dass Spiegel TV gesagt hat, ja, spielt jetzt mal bitte so eine Konfrontation nach für die Kameras. Aber selbst wenn das nachgespielt ist, weiß man direkt, was für ein Typ der ist. Weil der Typ, der würde auch in echt 100 Pro ganz genauso reagieren. So gut kann man deutsche Spießigkeit und passive Aggression nicht nachspielen. Ich habe mehrfach berichtet, schon, dass der Garten in Arbeit ist. Blablabla, er erklärt, dass der Garten bald verkauft wird und dann kommt die berechtigte Frage des Nachbarn. Warum erfahre ich nichts davon? Ja, also warum er nichts davon erfährt, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Weil ich den Nachbarn das aus Datenschutzgründen nicht sagen darf. Oh shit. Damit hat der ältere Herr natürlich nicht gerechnet, dass Michael nochmal so ein Ass aus dem Ärmel zieht. Weil beim Thema Datenschutz muss er nachgeben. Denn Datenschutzrichtlinien müssen natürlich eingehalten werden, weil ist ja eine Regel. Deshalb versucht er dann nochmal in einem letzten Verzweiflungsakt ganz beschämt die Nachricht zurückzuziehen, aber vergeblich. Nee, das behalte ich, da ist an mich gerichtet. Ziemlich bitter, aber zum Glück gibt es in deutschen Gartenkolonien meistens ein Happy End. Friede, Freude, Eierkuchen. Immer. Ja.
Schließlich gibt es ja die Kleingartenordnung und einen Haufen weiterer bürokratischer Albträume, auf die man sich am Ende des Tages immer einigen kann. Aber so glimpflich kommt Michael nicht immer davon. Da habe ich jetzt was verprügelt da hinten. Betrug Prügel angeboten. Das hat noch kein Gärtner sich erlaubt, dass er keifend mit einer Wasserpumpe in der Hand auf mich zugekommen gerannt ist. Aber Probleme machen nicht nur irgendwelche Verrückten mit Wasserpumpen. Viel, viel schlimmer sind die neuen Eindringlinge. Es gibt nämlich immer mehr junge Menschen in den sonst so idyllischen Kleingärten. Und ab und zu drehen die komplett durch. Die nehmen den Garten wirklich mit ein oder zwei Kindern zum Erholen. Und das ist eben nicht Sinn der Sache. What? Da kommen tatsächlich Familien, die sich einen Garten direkt an ihrer Wohnung vielleicht nicht leisten können, mieten sich dann für eine Gebühr einen Kleingarten in so einer Kolonie und wollen sich dann auch noch erholen? Bah! Es gibt ja auch welche, die nicht mal grüßen. Nicht mal grüßen tun die jungen Leute. Also, wo kommen wir denn da hin? Die jungen Bewerber müssen deshalb auch einen knallharten Bewerbungsprozess bei Michael durchlaufen. Habt ihr schon mal einen Garten gehabt? Kommt beide bei den Eltern und... Früher mal so. Genau. Aber selber so habt ihr noch keinen Garten gehabt. Ob das die Antwort war, die Michael hören wollte? Und wie sieht's eigentlich mit der Mittagsruhe aus? Darf man während der Mittagsruhe reden? Dürft kleinere Arbeiten durchführen in der Mittagsruhe, es darf auch geredet werden, ne? Ach, chillig, nice. Man darf also in seinem eigenen Garten reden. Cool. Die beiden jungen Bewerber haben den Garten, in dem sie sogar sprechen dürfen, dann auch tatsächlich bekommen, trotz knallhartem Bewerbungsgespräch, aber unter einigen Auflagen. Ich habe so gerade die jungen Leute, da gucke ich auch mal mehr vorbei. Na, dann habe ich ja meine Freundin nebenan, die Rosi, ne, ja, die ich immer mal besuchen werde, so, Tour, und dann gucke ich immer mal bei euch mit drüber. Beziehungsweise es wird bloß so sein, dass Rosi mich dann schon informiert, ja, wie ich Rosi kenne. Moment. Nachbarn bespitzeln sich gegenseitig? Kennt man das nicht irgendwoher? War da nicht mal was in einigen Teilen Deutschlands vor gut 30 Jahren? Naja, zumindest sind es nicht nur die jungen Leute, die in der Kolonie eine Art Special Treatment genießen. Dieses syrische Paar will zum Beispiel auch einen Garten haben. Und Michael Baumann verkauft das Grundstück sehr, sehr smooth. Es ist nachbarschaftsfreundlich hier. Ja. Gerade zu dem Thema Ausländer brauchen wir uns jetzt nicht vorzumachen. Ne? Ja, ist immer schwierig dann. Ja? Na? Aber hier ist eine Ecke, wo ich sage, hier können wir das machen. Hier drüben, in so einer Ecke, da können wir es mal mit euch probieren. Der Rest der Gärtner, der hätte nämlich vielleicht ein Problem mit euch, weil, ja, Ausländer halt. Ja, perfekt. Aber Michael lenkt das Gespräch schnell wieder auf die eigentlichen Probleme der Kleingärtnerei, weil das Thema Ausländer... ist immer schwierig. Weil Multikulti im Schrebergarten ist noch nicht so. Deshalb geht's jetzt um einen Wunsch der syrischen Familie. Sie würden nämlich gerne Olivenbäume pflanzen. Ich muss erst mal checken, ob wir Oliven anpflanzen dürfen. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das unser deutsches Bundeskleingartengesetz erlaubt. Und das, liebe Gang, ist das, worauf es am Ende des Tages auch immer ankommt. Erlaubt das Bundeskleingartengesetz es oder nicht? Vor allem bei Freizeitaktivitäten braucht man so viele Regeln wie möglich. Und wenn irgendwer sich nicht daran hält, dann regt man sich bitte so lange darüber auf und beschwert sich passiv-aggressiv so lange bei allen möglichen Stellen, bis sich was ändert. Weil dann und auch nur dann wird man endlich zufrieden. Deshalb, liebe Gang, vergesst eins nicht, feiert nicht gut, denn Party von vornherein wollen wir gar nicht haben. Case closed.